So, geil, Schnittchen. Willkommen zurück zur neuen Folge Deus Ex. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, irgendwie bis nach Mikael zu kommen. Oder alternativ zum Helipad von Chicane. Bin mir selbst noch nicht sicher, was mir am liebsten wäre. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber macht ja nichts. Jetzt mal die Dinger hier kurz knacken. Oh, ein Stufe 5 Netzwerk. Boah. Ja, ich hol das mal ganz so kurz. Ja, so. Ja, alles easy. So, was haben wir denn hier noch schön? Das ist ein Sanitätskasten. Nochmal. Ein paar Verbrauchsobjekte. Ja. Tja, das ist es ansonsten, ne? Direkt hier den nächsten nochmal aufmachen. Stufe 3. Ja, aber das müsste doch aber jetzt überall easy sein, oder? Ja, auch. Easy going. So, hier liegt das. Was haben wir hier? Tauungsfall. Okay, wenn ich die Bierzelle nicht verbrauchen kann. Also. Sorgen wir dafür. So. Okay. Gut, das machen wir aber nicht, weil wir gehen hier weiter. Hier und dann müsste ich, wenn ich richtig bin, geradeaus. Genau, ich muss dahin. Und zum Helipad müssen wir gleich mal gucken. Erstmal muss ich dahin. So, siehst du? Das war schon mal einfach. Da oben. So, wenn Mikael da ist. Ist er immer noch? Komm! Hast du was nicht? Karte? So, handeln. Dann hau mal raus. So, ich würde gerne auf jeden Fall verkaufen. Das Scharfschützengewehr. Die und die nicht. Die nicht. Die Multitools. Okay. Kaufen. Und scheiße. Verbrauchsobjekte. Die kaufen wir und die Multitools muss ich gleich nochmal gucken. Pistolenmunition, haben wir da. Gasgranate. Ja, die brauche ich tatsächlich nicht. Nanoklingenmunition. Die Schmerzmittel, also die Nanoklinge benutze ich ja eh nicht. Die Pistolen dürfen weg. Gefechtsgewehr, Pistole. Also mir ist aufgefallen, so Munitionssachen sind viel besser als eigentlich Waffen. Nein, Betäubungsfeuer machen wir nicht, aber das dunkle Bier. Die Schrotmuni, ich meine Munition auch. Also Munition ist eigentlich besser als eine Waffe. 240 für 40 Schuss, ja. Das sind zwei Felder. Die über 1000, wie viel bringt die? 2400. Ja, rein theoretisch. Das sind 300, 600, 800. 800. Ja, 1000, 1200, 400. Okay, doch nicht. Okay. Die haben so schon 1000 gebracht. Und die würden nur 170 bringen.
Ja, kann man, glaube ich, einfach nicht pauschal sagen. Präzisionsgewehr, PW Standard, Zubehörteile, Neuropozin. Genau, hier, die Injektoren, Alter. So, bam. Ich hab keine Zeit für das. Na, ist ja gut. Dann gehen wir auch. So, sehr gut. Damit dürfte ich gut ausgerüstet sein. Und wir gehen damit dann ab zum... Wer steht da eigentlich? Doch, ein Pulle. Ein Bulle. So, wie laufen wir denn jetzt am besten, um bis dahin zu kommen? Ich glaube so tatsächlich. Fußgängerbrücke. Jetzt müssen wir mal abchecken. Hopp. So. Und der wird sich doch jetzt sicher gleich umdrehen. Irgendwann. Wehe, das gibt keine Gefahrenzulage. Ich bin ja selbst schuld. So, perfekt. Das lief doch schon mal gut. Hacken wir das mal schnell durch. Wie müssen wir denn laufen? Kurz auf. Du. Komm schon, schaffst du es. Oh, reicht das nicht? Was haben wir denn hier? Hier haben wir einfach, in dem Ding haben wir gar nichts drin. Ein PDA. Immer gut. Die Verfolger, also sieh zu, dass du blutrig die Kiste mit. Hola, das war nicht gewollt. Das war der Knopf, den ich drücken wollte. Okay. So, wir gehen weiter. Da und dann links. Scheiße, das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Aber von Leute was zu erzählen, heute ist Samstag. Ich warte auf die Switch. Ne? Wird mich dann hier hinstellen. Und darauf warten, dass der Postbote irgendwann die Switch bringt. Ja. Und damit sind wir dann quasi zu Ende. Mit dem, was ich heute tun kann, will und werde. Ah. So, komm. Oh, cool. Wo ist denn jetzt hin? Das ist ein PDA.
krass. Aber hier unten war ich schon mal. Irgendwann. Aber da oben war ich noch nicht. Ich habe einfach nur... Aber da, den Dachgang hatte ich nur noch nicht gesehen. Na gut. Aufi, aufi. Gucken wir uns doch mal an, weil es hier jetzt alles geben soll. Chicane. Bam. Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreadys Team schon zu den Haupthangars aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind Sie bereit? Ja. Okay, nein. Moment. Nicht ganz. Ich habe noch was zu erledigen. Okay, aber wir sollten sie nicht zu lange warten lassen. Mal kurz gucken. Interessante Orte. Nebenmission. Wir fliegen nach London. Bereit. Ja. Ja, dann mal los. Ganz unauffällig mit einem Wohngebiet so ein Helipad zu haben. Aber gut. Braucht man noch 2 Tage von Prag? Weiß er, dass es eine ernste Bedrohung ist? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Hoffe, Sie irren sich, Jensen. Ich auch. Schön. Schön. Ziehen Sie Ihre Männer ab, bis ich mit ihm gesprochen habe. Miller out. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Sichern Sie die Umgebung, bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Jensen, wir beide sind auf dem Dach. Gibt es ein Problem? Ende des Gesprächs. Nähern uns dem Zielgebäude. Ihr Mantel, Sie werden ihn brauchen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was los ist. Sie wissen, wie es läuft. Da unten sind Menschen. Radikale, Augmentierte. Die von der Welt ausgeschlossen wurden und glauben, die einzige Lösung bestehe darin, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Ihr Schmerz mag berechtigt sein, vielleicht sollte man ihnen zuhören. Aber nicht bei diesen Bedingungen. Auch wenn die Welt vor die Hunde geht, wir stellen uns gegen das Chaos. Alle Gäste dort unten zählen auf uns. Enttäuschen wir sie nicht. Ich soll das so nicht, ne? Hallo? Also, jede Mission habe ich geschafft. Jetzt kommt bestimmt der Moment, wo ich ans Messer geliefert werde. Direktor Miller, ich bin Nathaniel Brown. Danke, dass Sie die Sache diskret behandeln wollen. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mit dem Gesetz zur Unternehmenssouveränität gedroht. Ihre Abteilung in London hat einen ganzen Tag nach Bomben gesucht und nichts gefunden. Bomben sind nicht unsere einzige Sorge. Ich weiß. Alle Speisen und Getränke wurden ersetzt. Ich habe zusätzliche Wachen von Tavos engagiert. Und alle haben Anweisungen, mit Ihrem Team zu kooperieren. Glauben Sie mir, ich nehme diese Drohung sehr ernst. Warum sagen Sie das Event dann nicht ab? Das ist nicht die erste Drohung von Extremisten gegen Safe Harbor. Optimierungsbefürworter glauben, wir nutzen ihr Leid aus und fördern weitere Fehlschläge wie Golem City. Und die Optimierungsgegner finden den Gedanken furchtbar, dass Augmentierte in Frieden leben. Die Absage dieses Events würde allen in die Hände spielen. Tja, das verstehe ich. Und für euch geht's nachher weiter.